Hi Freunde, willkommen zum zweiten DLC. Das ist die 18. Folge jetzt von dem Let's Play. Und wir haben das erste DLC. Den ersten DLC haben wir den Jedi-Tempel gemacht, der noch sich innerhalb, also chronologisch gesehen, des Hauptspiels befunden hätte. Und der zweite DLC jetzt ist Tatooine. Und der dritte? Überraschung. Sag ich mal noch nichts drüber. Wahrscheinlich wisst ihr ja eh, was das dritte DLC ist. Aber ich habe noch irgendwas jetzt gelesen von wegen Todesstern irgendwie. Aber kann auch mit der Story zusammengehangen haben. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall kommt jetzt Tatooine. Und bin mal gespannt, was da für Gegner uns erwarten. Oh, ein Intro erwartet uns sogar. Ach, meine Güte. Okay. Und dann bin ich immer gespannt, das gab's nicht bei dem Tempel-Intro. Das Intro von Alusten. Episode 4. Na gut, ähnlich. Starkiller, the Sith Assassin, who destroyed Darth Vader. Ich verstehe. Okay, aber ist ja auch klar, wenn wir jetzt da böse Sith sind, ja, dann können wir nicht mit dem blauen Lichtschwert rumlaufen, müssen wir es grün machen, falls es noch nicht schon grün ist. Ach du Scheiße. Die Tente 4. Korrelianische Korvette, das war sie. Jabba's Palast. Oh, Kacke. Ach du Scheiße. Ich spüre, dass Sie noch keinen Erfolg hatten beim Verfolgen Ihrer Ziele, mein Lehrling. Nein, mein Meister. Wie ich es erwartet habe. Sie werden zum Palast von Jabba dem Hutt weitergehen. Seine Spione sind die einzige zuverlässige Quelle auf diesem Schandfleck eines Planeten. Ihr werdet wissen, wo wir die Droiden finden. Ich werde sie nicht enttäuschen, Meister. Wir werden ja sehen. Ja. Gut, rotes Lichtschwert. Gefällt mir gut. Kostüm schon mal sehr geil. Lass mal gucken. Macht Upgrades, wie es aussieht. Ah, gut. Wir haben tatsächlich... Ja, wir haben sogar alles voll. Das ist dann aber... von dem Download aus. Okay, alles klar, also. Ja, dann können sie jetzt theoretisch nur noch Lichtschwertfarben geben. Mein Lord, hier ist Captain Barriss. Der Imperator hat mich angewiesen, Ihnen bei Bedarf zu helfen. Also gut, Captain. Fahren Sie fort. Jawohl, mein Lord. Scheinbar haben Sie bereits die Jabbas entdeckt. Scheußliche Kreaturen. Ja,
Ja Gott, wir haben es, wir schnaufen jetzt auch so. Oh mein Gott. Okay. Die Javas. Oh yeah. Unsere Scanner zeigen, gut, dass Ihre Route von einem Sandkriecher der Javas blockiert wird. Wenn Sie einen Weg finden, eine sehr große Menge der Macht auf die Seite des Sandkriechers einwirken zu lassen, könnte das Ihre Route verändern. Mich verarschen, wenn Sie es hinkriegen, eine große Menge der Macht frei zu... Hä, hallo? Wegzublasen vielleicht. Hm, sind da schon diese... Oh, die Sandleute? Oder was geht da? Oh fuck, nicht da runterfallen. Geil, geil, geil. Aber es war Zufall, Leute. Zufall, Zufall. Taskenräuber. Boah. Jabba's Palast. Boah, das sieht schon gewaltig aus, oder? Wenn man so guckt. Großer Palast auf jeden Fall. Auf jeden Fall, muss man schon sagen. Oh. Gamorianische Freund. Boah. Ja, es ist normalerweise so mit dem Lichtschwert eigentlich eine Verteidigung, das ist ja wie ein Angriff. Thank you.
Bam, bam, bam. Okay, die Jungs sind da gar nichts drauf hier. Deska. Ah, oh, geiles Kostüm, oder? Da kommt es gerade richtig zur Geltung. Und oh, die Charaktere sind sehr gut animiert. Und das für 2008 schon. Hallo, Wanji Kurva. Du da Sitzka. Du da Sitzka. Oh, je. Protokoll, die zusammenreißen. Sie werden für jede Information entlohnt, die ihre Spione liefern können. Ado Droida Tatooine. Makuna Shirakta Lopach. Sir, Garinden berichtete, dass er zwei solcher Droiden in Mos Eisley gesehen hat. Master! Oh, oh, oh. Oh. Ach, guck an, das Sarlacc. Das Sarlacc, der Rancor. Ja, dann wäre schon auf Velusha. Velusha. Eine Gekikor. Hey, Junge, 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 jetzt bleib mal ganz locker hier, geschmeidig. Oh, cool bleiben. Muss mal die Grafik hier ein bisschen einstellen. Jawohl. Ah, der gute alte Rancor-Trick funktioniert immer noch. Wie damals. Als wir noch Starkiller waren. Yeah. Mhm. Gibt es da noch irgendwas zu holen? Da oben gibt es noch was? Unbegrenzte Macht. Ah, da waren Wookies drin, ja cool. Hm.
die Lungs weggeknallt. Flüchten sie nach Mos Eisley, okay. Und im Mos Eisley Raumhafen, das sind ja die... Oh. Das sind ja die Jungs. Jawohl. Na, auch cool, man kann nämlich hier durchgehen. Ah, gut zu wissen. Ich sag mal, für jetzt bringt das nicht mehr viel, aber für... Okay, da kommen wir also nicht durch. Aua. Oh yeah. Und wieder runter. Jawohl, mein Sohn. Mein Lord, konnten Sie die Droiden finden? Die Droiden sind in Mos Eisley. Mein Lord, wir schicken eine Schwadron hin. Das lasse sie besser kennen. Ach, guck mal, wo wir hier gelandet sind. Jawohl, mein Lord. Natürlich. Ha. Bevor ich ihn desintegrieren ließ, oh Gott. Er ist ja hart. Ist ja richtig hart, ey, die Droiden-Folterkammer. Da kommen wir ja gar nicht durch, gell? Okay, wie kommen wir hier durch? Ah.
Die Druidenfolterkammer, ey. Ey. Na toll. Okay. Oh yeah. Roxy. Hä? Okay, geil, Putzi. Ich muss irgendwie aus diesem Raum heraus, Roxy. Na, Proxy, wo bist du hin? Warum die wohl solche Straßen bauen? Solche Förderstraßen hier? Ups. Ich meine solche Straßen, wo man nur gegrillt wird? Na toll. Und jetzt? Ah. Mein Lord, wir verlieren Sie. Irgendwie ist unsere Übertragung stört. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ob die Lebensenergie gerade noch so reicht bis nach unten? Hm?
oder was da los ist. Zurückbringen. Okay, Gott sei Dank kommen die ja. Für Lebensenergie nämlich. Jawohl, Boba Fett. So, Boba Fett. Das wär's wohl gewesen, was? Oh yeah. Mein Freund Boba. Na toll. Ich hab schon gedrückt rechtzeitig, sind wir was gekommen. Ah, jetzt. Fuck. Oh. Der Fall, okay. Ich kann dir nicht erlauben, das zu tun. Ben. Ich wartete viele Jahre auf die Vernichtung des echten Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Jetzt komm. Gut, sauber, jetzt habe ich diesen Platz richtig gut, jawohl. Das Gedankentrick-Scheiß, oder was? Oh, yeah. Schon wieder.
So, jetzt war Obi-Wan. Nein. Krieg ihn. Ey, ich drück schon schnell. Hab schon echt schnell gedrückt. Jetzt verrecke, jawohl. Obi-Wan, ey, was für ein harter Kampf, ey. Und vor allem, wenn er ihm immer die Macht raubt und alles wegmacht, hast du gar keine Chance. Oh. Ey, wie kann man da noch leben, wenn das Licht verdurchbohrt hätte? Hätte ich werden können. Na gut, Obi-Wan Sky ist bis jetzt. Yeah. No. Oh, in the house. Brother, in the house. Hallo, da kann ich Sternzerstörer runterholen, da wird er ja wohl den Falken runterholen. Okay, Leute, das war ziemlich geiles gewesen. Der DLC, und so wie man sehen, gehen dem relativ genau eine halbe Stunde. Also, das war gut, geiler Kampf gegen den alten Obi-Wan. Ein Kampf gegen Boba Fett. Bisschen Jabba's Palast besucht. Läuft. Also, jetzt kommt der letzte DLC. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.